Ganz sicher, ich wär's Julian Bam. Wenn ich den sehe, dann kriegt er einen auf die... Hast du ein Wasser? Ja, klar. Danke, auch ohne Kohlensäure. Oh, sorry. Danke. Ey, bist du nicht Julian Bam? Ja. Kann ich Foto? Ja, klar. Cool, danke. Okay, ich bin ready. Schieß das Foto. Aber wollten wir nicht ein Selfie machen? Oh, Junge, schieß das Foto! Okay. Danke dir. Schau nach rechts. Weiter rechts. Noch weiter. Oh, shit. Alles gut? Wir brauchen einen Arzt. Ist hier jemand Arzt? Ich bin kein Arzt. Das reicht. Komm. Machen Sie mal Arzt. Ich bin immer noch kein Arzt. Er ist weg. Ey, wie viele haben wir eigentlich? Keine Ahnung, hier liegen doch überall Uhren. Na, danke. Stopp! Du hast ja gar kein Urheberrecht. So ein Scheißwitz. Gib mir all deine Kohle. Meine was? Deine Kohle! Hier haben sie eine edle kulinarische Kohle aus Singapur. Junge, ich meine dein Geld. Bro, ich bin broke. Welches Geld? Ach so, sag das doch. Hier. Boah, danke. Und jetzt gib mir all dein Geld. Okay. Idiot. Hallo Polizei, ich wurde beklaut. Bleiben Sie genau da, wo Sie sind. Wir sind in 3 Werktagen da. Diesmal kamst du davon, Ju. Aber nächstes Mal werde ich nicht. Ich verstehe kein Deutsch. Welche Fremdsprachen gibt's in der Schule? Englisch, Französisch, Mathe und Deutsch. Hey, Deutsch ist doch keine Fremdsprache. Natürlich, du Bob. Es ist eine Fremdsprache. Du lebst in Deutschland. Ja, ich kann's aber nicht. Was ist deine Muttersprache? Türkisch. Türkisch? Nein, nicht Türkisch. Türkisch. Hey, und wie redest du da mit deiner Mutter? Oh. Deutschland, ich will Deutsch lernen. Und keine Gedichtsanalysen. Ist hier nur Analyse. Analyse. In der Grundschule singen wir Lieder und machen das Alphabet. I steht für Igel, H steht für Huren. Haus. Was denn? Kahn raus. Okay. Dann kommt Grammatik. Ich check Artikel immer noch nicht. Wie viele haben wir? Englisch macht sich das Leben einfach. The. Ja, das war's. Und die Türken. Die haben nicht mal eins. Die Schule. Ja. Ah, ich bin in die Schule. Nein, ich bin in der Schule. Ach so, ich gehe in der Schule. Hey, nein, ich gehe in die Schule. Bist du doof? Ach komm, halt dein Maul. Und jetzt kommt das Schlimmste. Guten Morgen, heute ein Gedicht von Goethe. Ach nee. Der Himmel ist blau. Ich liebe Goethe. Was will er uns damit sagen? Dass der Himmel blau ist? Falsch, blau steht für seine Traurigkeit. Ich hab zu Hause den dreckigsten Kerl. Kennt ihr das? Ihr seid am Winken und merkst unten und siehst zu deiner Linken einen Typ am Trinken. Warte, was? Der dich komisch anguckt, am Po juckt, sich am Wasser verschluckt, auf den Boden zuckt und dich anspuckt. Kennst du nicht? Ja, ich auch nicht. Aber heute geht's ums Trinken. Jawoll. Nein, Peter, kein Bier. Verdammte Scheiße doch. Also, oh mein Gott, ich will Cola. Und nein, Johnny, keine Cola. Ach Mann, du Hurensohn. Komm her, du Pisser. Trinken ist gesund. Ja, das habe ich auch gesagt. Auch Peter, immer noch kein Bier. Und woher weiß ich das? Ganz einfach. Wasser hat die chemische Verbindung H2O. Und welches Wort hat auch 2 Hs und ein O? Ganz genau. Hurensohn. Nehmen wir die 2 und dividieren sie mit dem Siedepunkt von Wasser. Und wir erhalten 50. Das subtrahieren wir mit 47. Kein Plan warum. Und bekommen den Wert 3. Wasser ist flüssig. Doch bei unter 0 Grad ist es fest. Also Eis. Eis hat 3 Buchstaben. Zufall? Ich denke nicht. Ey, was laberst du für ein Scheiß? Ja, Bruder, ich weiß auch nicht. Nun haben wir HO, fügen die 3 hinzu, drehen diese um und wissen, du bist eine Ho. Was laber ich für eine Scheiße? Scheiße? Scheiße ist braun, genau wie Schokolade. In Schokolade ist Zucker. Und was ist auch braun und zuckrig? Cola. Ich will Cola. Okay, hier. Oh, danke. Cola? Digga, Wasser kennt ihr mehr als ich? Kennt ihr das? Was ist das für eine scheiß Aufgabe? Was ist die schwierigste und unnötigste Fremdsprache in der Schule? Mathe! Das ist doch keine Fremdsprache! Doch, und jetzt halt dein Mund! Guck mal, ich verstehe, wofür man Mathe braucht, okay? Ach komm! Nein! Wofür? Ach so, ja, meine Lehrerin meinte einmal. Kinder, Mathe braucht ihr, wenn ihr mal ein Haus bauen wollt. Digga, was für Haus bauen? Hi, ich will da ein Haus bauen lassen. Kannst du Mathe? Nö. Hey, dann brauche ich dir kein Haus, du Hurensohn. Grundschule war doch Bombe! Komm, die da mit 8x8, Digga, easy, 69. Da fängst du irgendwie an mit Wurzel? Was für Wurzel, Bro? Hi, ich bin eine Wurzel. Halt's Maul, Wurzel. Potenzen? Hi. Hi, ich bin eine Potenz. Halt und irgendwann kam Buchstaben. Als hätten nicht genug Buchstaben in diesem scheiß Gedichtanalyse. Wie werden jetzt Matheaufgaben gestellt? Grundschule so! Ein Apfel? Aha. Plus noch ein Apfel. Aha. Ergeben? Warte. Rechne mit Fingern. Ein Apfel, 2 Apfel. 3 Apfel! Als nächstes so! Angenommen, du hast 10 Euro. Boah, das sind 2 Döner. Und der Johnny fragt dich nach 5 Euro. Wie viel Euro hast du jetzt? Ja, immer noch 10 Euro. Junge, ich gebe Johnny dem Geil doch keine 5 Euro, bin ich doof. Denk mal nach. Und auf einmal taucht aus der Ecke so ein Peter mit 60 Wassermelonen auf. Moin, ich bin der Peter. Peter kauft 60 Wassermelonen. Er wiegt 80 Kilo und hat einen ekligen Pilz am linken Zeh. Was ist jetzt die Aufgabe? Was? Berechnen Sie den Umfang der Sonne? Was ist das für eine scheiß Aufgabe? Ich hasse Kunst! Englisch, Französisch, Russisch. Das sind Fremdsprachen? Digga, jedes Fach für mich ist eine Fremdsprache. Die Zentripetalkraft zwingt der Masse nach oben. Höraufgabe. Oh nein. Was? Bro, ich kann nicht mal Deutsch. Aber dann gibt's doch diese Justus. Moin, ich bin Justus. Ey, was ist eigentlich deine Muttersprache? Mathe. Das ist meine Mutter Pi. Junge, pie dich ins Knie, du Hurensohn. Wäre Kunst eine Person? Hi, ich bin Kahn. Hi, ich bin Kunst. Oh mein Gott, ich nenne mich Kahn! Fangen wir aber bei der Lehrerin an. Heute wird gemalt. Ich verstehe diese Wesen nicht. Zeichnet ein Bild. Und ihr wisst nicht, wie viel Schweiß ich in dieses Bild gesteckt habe. Ey, for real, Schweiß. Du bist so eklig. Um was am Ende gesagt zu bekommen? Boah, das ist eigentlich perfekt. Aber ich finde eine gewisse Leichtigkeit. Die Komplementär verstimme ich überall und die Abstraktheit hier fehlt. Also eine gute 5 plus. Was? Alter, da kommt wieder dieser Justus um die Ecke. Hier, mein Bild. Oh mein Gott. 1 plus, das ist perfekt. Was? Es gibt diese weibliche Version von Justus. Hi, ich bin Emily. Emily, zeig mal dein Bild. Nein, meins ist voll hässlich, ehrlich. Zeig. Es ist aber okay. Oh mein Gott. Gib ruhig zu, es ist hässlich. Ich hasse
Sport ist Mord. Englisch, Deutsch und Mathe sind Fremdsprachen. Und das ist Fakt. Aber Sport genauso. Junge, es ist nicht mal eine Sprache. Okay, was sage ich dann? Keine Ahnung. Ja, ich meinte, du bist ein kleiner Huren. Siehst du? Fremdsprache. Ob Sport Spaß macht, hängt nur vom Lehrer ab. Ganz ehrlich, wenn ihr so einen freshen Sascha habt. Moin, ich bin der freshe Sascha. Okay, Kinder, holt ein paar Bälle, spielt ein bisschen, ich verpiss mich. Jackpot! Bei meinem Glück kriege ich aber diesen komischen Kauz. Wir laufen nur 20 Kilometer. Oh. Morgen sind die Bundesjugendspiele. Boah, Bundesjugendspiele. Horror. Ey, wir müssen da laufen, springen und werfen. Bei den Jungs büffelt es auch wie scheiße. Aber schauen wir mal erst in die Umkleide. Die stürmen rein, anziehen in der Halle 20 Sekunden. Und Mädels? Was braucht ihr so lang? Was macht ihr da drin? Fotos. Schuhe aus. Fotos. Chillen. Fotos. Und es gibt immer diesen Psychopathenjungen. Kommst du mal rein? Jeder kennt dieses eine Mädchen. Keine Ahnung, wie die heißt. Patricia oder so, die kleine Bitch. Herr Hörni. Ja, Maus? Ich kann leider nicht mitmachen. Alarmstufe, period. Hör mal, das hast du zwar schon seit 5 Monaten, aber egal, kriegst du trotzdem eine 1. Ja, danke. Ey, wenn ich aber nicht mitmachen kann. Ich kann leider nicht mitmachen. Warum? Ich bin verletzt. Das ist kein Grund. 10 Kniebeugen oder das wird eine 6. Willst du dich verarschen? Oh mein Gott, Digga! Kennt ihr das? Ihr seid 6 Jahre alt. Hey, ich bin nicht 6, ich bin so. Oh, halt's mal. Und dein Freund bzw. dein Cousin. Patsch! Gesundheit. Oh Junge, gib mir Pulli zurück! Geschwisterliebe. Aber was heißt das? Dass man seine Geschwister liebt. Nein! Und Partnerliebe ist keine Liebe. Ich liebe dich, Girlfriend. Ich liebe dich, Boyfriend. Aber Geschwisterliebe ist wahre Liebe. Ich liebe dich, Schwester. Halt's mal nur uns. Ja! Das ist es! Liebe ist nicht gleich Liebe. Geschwisterliebe heißt Krieg. Ein Krieg um Ehre. Krieg ums Überleben. Aber Einzelkinder, ihr habt Glück. Oh mein Gott, ich hab Glück? Emily, die älteste Bitch. Thomas, das mittlere Opfer. Und Johnny, der jüngste Bro, ich hatte mein erstes Handy mit 17 und Johnny kam schon mit dem iPhone 14 aus seiner Mutter raus. Moin, meine Eltern wissen nicht mal, wie ich heiße, aber dafür habe ich meine Ruhe. Hi, ich bin Johnny, ich fühle mich richtig krass und ich krieg alles, was ich will. Junge, was hörst du über meine Pullis? Warum kann sie meine Sachen anziehen, aber ich nicht ihre? Yep, genau deswegen. Meine letzte Süßigkeit, ich muss dich verstecken. So. Ich sag das Mama. Sag doch. Mama! Okay, warte. Hi. Doch, Junge, mach keine Scheiße. Bring mir das, was ich will. Oder ich sag Mama, dass du rauchst. Okay, okay, hier, Junge. Warte mal, ich rauch doch gar nicht. Der hat mich trotzdem verpetzt, der kleine Hure. Nein, du darfst nicht mit meinem iPad spielen. Doch, sonst. Sonst. Wo ist meine Mascara? Junge, wo ist mein Tisch? Wo sind meine Haare? Junge, wo ist die Tür? Aber eigentlich lieben wir uns trotzdem. Ich hasse euch. Ach, weißt du was? Scheiß auf Geschwisterliebe. Hi. Oh, Junge, gib mir Pulli zu.